Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch eine ganz einfache Bastelanleitung machen, die ihr wunderbar mit euren Kindern zusammen basteln könnt. Ihr seht sie unten schon tanzen. Das ist unser kleines Küken Freddy. Wir basteln das heute in kleiner, aber Freddy ist echt sehr, sehr groß. Und wir machen heute den kleinen Bruder oder die kleine Schwester von Freddy. Weil Freddy ist so groß wie meine Hand. Aber wir mögen unsere kleinen Monsterküken, die so ein wenig größer sind, haben ein bisschen was Robustes. Das macht sich gerade für Kinderhände richtig toll. Und bei dem hier zum Beispiel hat mir meine Tochter geholfen. So, Freddy hat als Bauch die große Pompom-Schablone mit 9 cm. Und als Kopf die mittlere mit 5 cm. Das ist dann Freddy. Das sind die 9. Das sind die 5. Und der kleine Bruder oder die kleine Schwester bekommen als Bauch die 5 cm. Und als Kopf die kleine mit 3,3. Den Kopf habe ich jetzt hier auch schon fertig. Und ein Pompon machen wir jetzt zusammen. Weil es ist wirklich nicht schwierig. Also ihr schnappt euch euren Pompom-Maker, baut euch den zusammen. Oder wer das nicht hat, nimmt sich eine Pappe, macht sich daraus einen Ring in der Größe, wie ihr ihn gerne haben wollt. Ich zeige euch das mal, Moment. Wird aber jetzt gleich nicht ganz gerade, weil ich habe jetzt keine Schablone da. Also ihr nehmt euch eine Pappe, stellt euch jetzt mal bitte vor, das wäre eine Pappe, ein Stift. Malt euch jetzt einfach einen Kreis in der Größe, wie ihr es haben wollt und dann noch einen Kreis in der Mitte und beide Kreise schneidet ihr aus. Das Ganze braucht ihr zweimal und das ist dann im Prinzip euer kompletter Pompom-Maker. Das heißt, ihr müsst dann mit der Wolle immer um die Scheibe drumherum. So könnt ihr das wunderbar machen, wenn ihr mit Kindern bastelt. So habe ich früher mit meinen Pompons auch angefangen. Und das ging wunderbar. So, ich wicke jetzt bei mir die Wolle drumherum, bis der Pompom-Maker wirklich sehr, sehr gut gefüllt ist. Hier habe ich jetzt gerade ein Stück Wolle nur erwischt, macht auch nichts. Also wie ihr seht, das ist wirklich auch super für Wollreste geeignet. Alles, was hinterher drüber guckt, also sprich jetzt nicht schön gewickelt ist, wird ja dann sowieso abgeschnitten. Und deswegen kann man da wunderbar drauf loswickeln. Man muss auf nichts achten. Wie ihr seht, ich habe jetzt gerade einfach die losen Enden mit eingewickelt. Die liegen hier gerade als Fadenwirrwarr hier mit drinne. Aber das wird hinterher dann einfach ganz normal abgeschnitten und schön gemacht. So, ich fülle den jetzt mal und dann sehen wir uns gleich wieder. So, der Maker ist gefüllt. Ich schneide den Faden ab. Baue schnell zusammen, weil ich habe jetzt hier einen Maker, den muss ich zusammenbauen, wenn er gefüllt ist. Es gibt ja da die verschiedensten Arten. Den mit den Ringen habe ich auch, aber gerade, ich habe gerade keine Ahnung wo. Deswegen, der tut es auch. So, jetzt brauchen wir noch ein Stück. Gelben Faden, den nehme ich immer gerne doppelt, einfach weil der Faden dann mehr Zug aushält. Wenn wir den jetzt so doppelt liegen haben, hat er mehr Zugkraft, als wenn wir den einzeln versuchen zu ziehen, dann kann er uns schnell mal reißen. So doppelt ist mir das eigentlich noch nie passiert. Und jetzt schneiden wir hier an der Seite unseren Pompom schön auf. Die Fäden stecken ja dann im Pompom-Maker erstmal fest. Und so habt ihr halt eine schöne Bastelei, gerade mit den Kindern zusammen. Und könnt ihr so ein bisschen auf das Osterfest einstimmen. Oder wenn es draußen jetzt unangenehm regnerisches Wetter ist oder so, dann bastelt ihr einfach Freddy das Küken.
Und wer in der Facebook-Gruppe bei den Banderolenspielen mitmacht, was jetzt dieses Jahr läuft, der kann auf diese Art und Weise sich ganz einfach ganz viele Banderolen besorgen, weil ich habe jetzt für das große Freddy und für das kleine, ja, Schwesterchen oder Brüderchen von Freddy fast ein Knäuel gebraucht. Das ist der Rest von einem Knäuel. So, jetzt knoten wir das hier schön fest, dass unsere Fäden gut halten. Ihr seht, ich gehe hier einfach in der Mitte rein, aber da müsst ihr mal gucken, wie es bei euren Mägern funktioniert. Bei den zwei Pappschablonen funktioniert das genauso. Da geht ihr auch wie bei dem Mäger jetzt in der Mitte zwischen den zwei Pappschablonen rein und könnt eure Knötchen setzen. Ich setze da immer lieber 1, 2 mehr, dass es auch wirklich gut hält. So, und jetzt ende ich das Ganze mit einem Doppelknoten. Also ich habe jetzt einmal hier geknotet und zweimal hier geknotet. Jetzt befreie ich meine Pompons. Das sieht bei meinem Maker immer ein bisschen brutal aus, ist es aber nicht. Wenn ihr wollt, verlinke ich euch den mal unten in der Infobox. Der ist von Prim. Man hat hier wirklich nur die drei Stück drin. Machen sich nicht schlecht. Ich kann euch auch mal noch den verlinken, den ich gerade nicht finde. Wenn ich ihn noch finde. Also jetzt bei Amazon finde. Irgendwo bei uns in der Wohnung steckt er bestimmt. So, jetzt nehmen wir uns die Schere und schneiden uns die Pompons in Form, machen uns hier richtig schöne kleine Pompons draus. Tut den gelben Faden nicht so weit weg, den brauchen wir gleich nochmal. Und wir brauchen gleich eine Schere haben wir ja schon, eine Nadel, um die Pompons zusammen zu machen. Ihr macht dann bitte noch den Kopf, sprich das, was ich hier schon habe. Dann brauchen wir ein bisschen Buntpapier oder bunte Pappe oder irgendwas in Rot, Orange. Das wird nämlich das Schneebildchen von unserem kleinen Küken. Und dann brauchen wir noch Wackelaugen oder eine Perle. Oder da könnt ihr auch nehmen, was ihr gerade da habt, was ihr benutzen wollt. So, ich bringe den kleinen Schatz mal in Form und wir sehen uns dann gleich wieder. So, meine Süßen, wenn wir unsere Pompons in Form gebracht haben, schnappen wir uns eine Nadel. Ich habe jetzt gerade nach dem Nadelkissen geguckt, welche Nadel ich da nehme. Weil für Freddy brauchte ich eine andere wie für die kleine Schwester. Oder Bruder. Wir wollen auch die Brüderchen nicht vergessen. Oder wir machen einfach gleich noch eins, das ist dann Schwester und Bruder. So. So, wir nehmen jetzt den Faden auf die Nadel. Ich habe ihn jetzt mit einem Doppelknoten gesichert und wir stechen jetzt durch den Kopf durch. Einfach, dass der Faden schon mal dran ist. Und jetzt durch den Körper, aber relativ weit vorne, dass unser Köpfchen dann ungefähr so drauf sitzt. Also nicht mittig, sondern schon seitlich. Da. Einfach, dass wir dann auch eine schöne Kükenform haben. Wir wollen ja keinen Schneemann bauen, wir wollen ein Küken machen. Und jetzt können wir hier unser kleines Küken schön annähen. Zieht den Faden nicht zu straff, weil sonst quetscht er den Kopf zu sehr auf den Hals. Also ich halte es immer so ein bisschen mit meinen zwei Fingern fest, wie ihr seht, da einmal da und einmal da. Dass man einfach das Ganze noch so ein bisschen in Form haben. Und ein paar Stiche reichen da vollkommen aus.
So, jetzt noch einmal durch den Kopf durch. Ich weiß, das klingt so brutal. Aber denkt immer dran, es ist kein echtes. So, hier nochmal schön gelockert. Wenn ihr das aufhängen wollt, das Küken, dann endet am besten oben beim Kopf mit dem Faden. Und dann könnt ihr euch da gleich eine Aufhängung draus basteln. So, das wäre jetzt unser Küken. Jetzt könnt ihr nochmal so Reste nochmal abschneiden und das ganze Küken noch ein bisschen schön machen. Weil irgendwo bleibt immer was stehen, egal wie gründlich man abgeschnitten hat. So, meine Lieben, wenn wir unsere Pompoms in Form gebracht haben, sieht das Ganze dann so aus. Da haben wir hier einen etwas länglichen Körper und einen kleinen süßen Kopf. Und so sieht es dann in Marke größer aus. Also wie ihr seht, der kleine Bruder oder die kleine Schwester ist schon um einiges kleiner als der Original Freddy. So, wir drehen uns dann mit dem Vorderkörper zu uns. Sprich, so dass der Popo nach hinten zeigt. Schnappen uns die Schere und falten jetzt das Buntpapier einmal in der Mitte. Da reicht wirklich ein ganz kleiner Rest Buntpapier, Tonkarton, irgendwas. So, und jetzt schneiden wir uns hier raus ein Dreieck. Und schauen, wie breit wir es haben wollen. Ihr seht, ich halte es immer an und schaue dann, ob es mir von der Breite her so gefällt. Und zwar halte ich es dann schon da an, wo das Schnäbelchen dann hinkommen soll. Ja, und jetzt müssen wir es nur noch ankleben. Einmal oben Kleber drauf, einmal unten Kleber drauf. Passt nur auf, dass ihr euch nicht mit anklebt. Und dann das Schnäbelchen ran an unser Küken. Ich habe jetzt hier so transparent trocknenden. Der ist auch super, wenn ihr mit Kindern bastelt. Da kann auch mal was daneben gehen. Das ist dann gar nicht dramatisch. Und dann mache ich das so halb geöffnet rein. Ihr könnt das natürlich auch noch ein bisschen geschlossener machen. Das ist jetzt wirklich reine Geschmackssache. Also ihr könnt die Küken alle unterschiedlich gestalten. Ihr glaubt gar nicht, was es da für Möglichkeiten gibt. Da ein Wackelauge hin. So. Da noch ein Wackelauge. So, und fertig ist dieses niedliche kleine Küken. Hier könnt ihr jetzt noch eine Aufhängung dran machen und dann habt ihr einen richtig tollen Osterstrauß-Schmuck. So ein richtig tolles kleine Bastelei mit Kindern. Es macht den Kindern wirklich sehr, sehr viel Spaß, diese Küken zu basteln. Also bei mir hat es bis jetzt jedes Kind sehr, sehr gern gemacht.
Und wenn ihr sie dann nach Ostern wegpackt, habt ihr auch gleich ein paar Jahre da was davon. Also ich habe noch welche, da war die ganz große noch klein. Da haben wir nämlich auch im Kindergarten Wackelaugenküken gebastelt. Und die habe ich, wie gesagt, immer noch. Und so sieht unser kleines Küken jetzt aus. Ich muss hier noch ein bisschen vorsichtig sein, weil hier noch alles recht nass ist. Sollte euch der Schnabel jetzt doch noch zu lang sein, müsst ihr vorsichtig nachschneiden. Also müsst ihr jetzt hier ganz vorsichtig nochmal links und rechts, aber wirklich ganz, ganz vorsichtig. Am besten ist hier wirklich, ihr schneidet euch das vorher schön zurecht, so wie ihr es haben wollt. Und dann passt das. So, und hier haben wir den großen Bruder und da kleiner. So, meine Lieben, ich hoffe, diese kleine süße Anleitung hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt dem kleinen Freddy ein Däumchen nach oben und da wird er sich mega freuen. Lasst ihn am besten zu euch über die Osterzeit einziehen. Das findet er natürlich auch ganz toll, wenn er mit euch Ostern verbringen konnte. So, Freddy und ich sagen jetzt Tschüss. Bis zum nächsten Mal und ich hoffe, ihr habt ganz, ganz viel Spaß dabei zu basteln und die zwei kleinen Schatzis dann bei euch über die Osterzeit hinzustellen. Also dann, meine Süßen, bis später.